nicht gerade. Aber wie ist das jetzt mit dem Skill-Level? Also dann findet dann das Game sozusagen die Mitte? Also ich bin ja Level 8 und du die Level 100 oder so. Was ist dann da? Okay, das erkläre ich jetzt einmal, weil das nicht intuitiv ist und auch nicht erklärt wird. Es gibt kein Skill-Based Matchmaking, sondern mit wem du in der Lobby landest, hängt nur davon ab, wie dein Gear-Score ist. Das ist die grüne Zahl unten, wenn du im Character-Screen bist. Ja. Unter deinem Gold. Gucke ich mir gleich an, ja. Ich habe da einmal reingeloggt neulich bei dir. Du hast ja übelst viel, du hast ja übelstes Stash-Inventar, weiß was ich, alles Mögliche. Mhm. Ja, ja. Aber das ist egal, weil die White-Lobbies, nennt man die, da sind alle nur mit weißem Gear drin. Das heißt, es ist relativ ausgeglichen von der Ausrüstung her. Ist das so ein Server, der so in den Südstaaten in den USA so ist der da oder wo ist der? Alle haben nur so weißes Gear an, auch so, haben die auch so, sieht ein bisschen aus wie so Bettlaken? Ja, und die verbrennen so große. Ja. Ja, ja. So, okay. Bei mir steht wird gestartet, dauert ewig irgendwie. Ja, ja, alles chill. Ich muss eh noch mein Loadout. Hast du dir anpassen? Das eigentlich gekauft, das Game? Kannst du jetzt auch diese Klassensachen machen? Ja, ja. Aber hast du es privat gekauft oder hast du auch einen eigenen, hast du den Account auch, ich kann mir vorstellen, du zockst nicht nur im Stream das Game, oder? Nee, nur im Stream. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich auch zu Hause jetzt mal gespielt habe, aber normalerweise zocke ich privat gar nichts. Gar nichts. Mach's aber inzwischen auch nicht mehr. Ja, du hast auch die Streamer-Krankheit in Anführungszeichen, ne? Dass es gar nicht mehr so Bock macht, alleine, also ohne Stream zu zocken, ne? Es ist schon geiler mit Stream und vor allem, ich will mir nicht die Lust an dem Spiel nehmen, indem ich zu Hause, weißt du, mir das so abnutze. Da freue ich mich viel krasser auf den Stream. Ja, ja, das kenne ich, das mache ich auch so. Wenn ich. Ich habe auch schon Spiele zu Hause so angefangen, irgendwie, und merke halt so nach 10 Minuten und denke mir so, boah, das will ich mit den Leuten zusammen machen, so, weißt du so? Oder das ja, ist ja, ja, so ja, safe, 100%, ja, 100%. Ja. Aber ich würde es, also, ich muss gar nicht sagen, das ist für mich gar nicht negativ, sondern eher positiv, weil dann freue ich mich, so ins Studio zu fahren und denk so, geil, Mann, dann will ich die ganze Nacht zocken. Ja, ja, nee, das ganze Nacht-Zocken-Ding nicht, aber bei mir ist eher so, ich freue mich dann, also, weil Dark and Darker habe ich zum Beispiel, war bei Dark and Darker so, ich habe das tatsächlich einmal abends am PC, war irgendwie ein paar Bierchen trinken und war so einfach am Rechner und ein paar Sachen gemacht, und da habe ich so, hey, komm, ich guck da mal rein, so. Und dann habe ich wirklich nur 5 Minuten war ich in so einem Dungeon und da habe ich sofort gesagt, nein, das muss ich on-stream machen. Weißt du, ich meine? Weil, weil ich da den Vibe das erst zum ersten Mal so gespürt habe von dem Game und so. Deswegen das ist aber auch so ein, das ist auch so ein Spiel, weißt du, das also da die ersten Schritte mit jemandem zu erleben, der das gar nicht kennt, ist geiler, als jemandem zuzusehen, der da schon 1000 Stunden hat. Ja. Weil, weißt du, jeder neue Boss oder jeder neue Gegner, den du siehst, wenn du zum ersten Mal gegen den fightest, ist halt so ein Highlight. Ja, ja. Weil bei mir ist so, Aber das ist ja bei den meisten Games so, das ist ja eh immer diese First Thing Magic ist immer. Ich gucke mir auch am liebsten irgendwie Dark Souls 3 Let's Plays von Leuten an, die es zum ersten Mal erleben und so. Ja, ja, genau. Das ist genau derselbe Effekt. So, Ich bin jetzt einfach in Enter Lobby gegangen und weil Multiplayer ist jetzt ein Neuland für mich. Da müsstest du jetzt sagen, wie wir uns finden. Das machen wir gleich. Was du erstmal machen kannst, du hast ja deinen Squire, ne? Moment, der ist wo? Squire ist, wenn du auf die Merchants gehst, dieser Knappe, wo du gesagt hast, der Junge, Lannister. Joffrey, ja. Joffrey, Lannister, genau. Geh mal auf den drauf und dann kannst du dein Base Gear auswählen, ne? Okay, genau, ja. Und zieh dir da mal bitte Schuhe an. Hast du schon Schuhe an? Nee, ich habe keine. Aber ich habe Gold. Muss ich die kaufen erstmal? Nein, nein, nein. Ist bei der Auswahl, kannst du da keine Schuhe, sind da keine Schuhe bei dem drin? Nee. Die du auswählen kannst von den Sachen, die er dir anbietet. Tatsächlich nicht, nee. Ich habe hier wirklich nur Gold, drei so Ketten und eins und Silvercoins. Okay, warte mal, ich mach's mal anders. Klick mal auf Merchants nochmal. Ja, bin ich. Dann klick mal auf den Squire. Ja, war ich schon drin. So, dann klickst du, genau, und dann klickst du oben auf Base Gear. Ach, hier, warte, Base Gear. Ah, sorry, den Reiter hatte ich nicht offen. Okay, my bad. Genau, genau. Und da nimmst du dir jetzt bitte Schuhe mit. Ja, okay. Und siehst, also du klickst die Schuhe an, dann sind die bei Base Gear Set ausgewählt. Ja. Und du klickst alles an, was du mitnehmen willst, wo du Bock drauf hast. Ah, hier kann man so. Okay, das ist ja. Das wusste ich nicht. Weil, ey, das ist ja. Hast ja gesehen, aber nochmal. Ich habe ja letztes Mal, also als ich gesagt habe, echt eine ganz gute Rüstung gehabt. Und dann war alles weg. Das war ja auch so voll. Aber irgendwie auch geil. Das ist dieses Dark Souls-Ding, die Seelen verloren, weißt du? Ja, genau. Das ist halt schon. Also, davon lebt das Spiel halt, dass du. Weißt du, du kaufst dir was, du setzt das ein.
Ja, dass du Schiss Fallhöhe. Hast halt, dass du es auf, genau, Fallhöhe, genau, dass du Schiss hast, dass du wirklich verlieren kannst. Fallhöhe, wenn du stirbst, verlierst du halt alles. Und das macht den Reiz eigentlich dann aus. Weißt du, du hast dann wirklich so einen Instinkt, dass du, ich will hier lebend rauskommen. Und das hat man bei voll vielen Spielen nicht, wo man einfach respawnt, man hat noch alles. Ja. Das hat so ein bisschen anders. Kurze Frage, ich raff gerade, das ist halt wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber ich sehe jetzt ja links, ist so blau alles und ich klicke halt auf die Sachen, aber da, achso, mit, einfach mit, jetzt hat es geklappt, ich hab, ja, komischerweise, okay, ich habe einfach links geklickt. Du klickst einfach, so. Genau, du klickst links, dann ist es im nicht. Base Gear Set, in diesem mittleren Screen, ja. Ist es dann da, ne? Okay, ich so, muss aber erstmal rauslöschen, das, okay, I got it, ich muss mit, genau, okay, ich mach mal hier die anderen Dinge, das sieht cooler aus und vielleicht so eine Axt. Ja. Was kannst du empfehlen? Ist Schwert schon einfach nice oder eher Axt, so eine große? Das hat das Arming Sword, ich finde es als Anfängerwaffe eigentlich sehr gut. Ja, vor allem kenne ich das ja auch jetzt schon, lass mal, ich nehme das. Genau, und mit Schild spielen ist auch sehr gut, weil dann hast du bei PvE wenig Probleme. Mir ging es jetzt nur darum, dass du Schuhe anziehst, und zwar aus dem einfachen Grund, Schuhe haben keine negative Eigenschaft, du hast nur mehr Rüstung und du läufst schneller, und das ist super wichtig. Also nehme ich aber lieber diese Heavy Boots, oder? Die sind irgendwie, oder welche Adventurer Boots? Gibt es da Unterschiede? Du kannst die drüber hovern, es ist im Prinzip egal. Ja. Da steht Move Speed, da, die sagen dir, wie viel schneller du wirst, und darunter steht dann nichts mehr. Also nimm einfach irgendwelche, die du schön findest. Das ja, ist wirklich egal. Got it. So, dann drückst du Set Base Gear, weil dann sagst du dem Spiel, das ist mein Loadout, den ich immer anziehen will, wenn ich gestorben bin. Ja, warte, genau. Und das checke ich. Jetzt ich gucke noch, ob ich das wirklich alles haben will. Ja, kann man so ein Mace. Aber auf die zwei kann man nur Schilder machen, oder was? Auf den zweiten Slot sozusagen. Genau, du hast eine Main Hand und eine Off Hand. Ja. Und du hast jetzt in der Main Hand dein Schwert ja, genau. Und in der Off Hand dein Schild. Genau, das habe ich mich für die Mace gefragt, weil ich nehme die Mace mit. Finde ich gut. Habe ich noch eine andere Waffe? Genau, du kannst auch noch eine zweite Waffe mitnehmen. Fackel habe ich auch. Nee, ich bin happy. Okay, hier gibt es keine Helme, komischerweise. Yeah. Aber gut, dann mache ich jetzt was Set Base Gear. Wartet. Yes, genau. Und dann drückst du Equip Base Gear. Und dann müsste sich auf der rechten Seite dein Equipment ändern, so wie du es ausgewählt hast. Ja, alles hat es gemacht, ja. Sehr geil. Hast du ein Campfire dabei? Nein. Soll ich mitnehmen? Nimm das mit, das ist super gut. Okay, warte. Also, das heißt, irgendwo in deinen Ach, ich hab keine Ahnung. Drei- oder Vierer-Slots? Okay, dann mach ich hab so ein Schlagzeug dabei, das nehme ich mal weg. Okay. Nee, Schlagzeug weg ist Quatsch. Ich wollte dich mal nerven. Kannst du auch mitnehmen? Kannst ein bisschen. Nein, ich hab's jetzt. Okay. Ja. Dann hast du eine rote Potion dabei, oder? Ja. Oder zwei sogar? Eine. Ach, kann man zwei nehmen? Da habe ich eine Gitarre, dann nehme ich doch. Nee, also, ach so, ich dachte zwei Slots. Also, da sind. Ja. Nee, einfach nur, also da sind zwei dann unten dran. Ja, blau und rote Potion habe ich natürlich dabei. Nehm einen Slot weg, genau. Dann Bandage mitnehmen. Hab ich mit, und du kannst von mir aus auch den blauen Trank mitnehmen. Den habe ich auch, ja klar. Super geil. Okay, geil. Dann bist du eigentlich ready to go. So, und jetzt versuche ich dich mal zu adden. Bist du ein bisschen am Kränkeln eigentlich? Nee. Ich habe manchmal so Husten, wenn ich schlecht schlafe. So, einfach so wie so, keine Ahnung. Hä? Sag mir mal, wie du heißt. Sir Archelot. Sir Archelot natürlich. Sorry, ich hab das Sir unterschlagen. der unangenehme Moment, wo man sagen muss, dass man Sir Archelot heißt. Habe ich es falsch geschrieben? S-I-R. Ja. Dann A-R-S-C-H. A-L-O-T. Geht ja nur zusammenschreiben. Ich war im falschen Screen. Ich hatte das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich hatte jetzt einen Invite. Nee. Sir Archelot. Upsi. Sir Archelot. Ist große Kleinschreibung wichtig? Nee, ne? Sir Archelot of Players. Sir Archelot. Player not found. Sag's nochmal. Bist du vielleicht auf Offline oder so? Nö, ich bin Sir Archelot. S-I-R. Und das A ist groß, aber ich weiß nicht, ob das was aussieht. S ist groß und A ist groß. Okay, ich such nochmal. Player not found. Kann ich dich adden? Ja, adde mich mal. Judgmental. Okay. Ach, warte mal. Ist der Name von deinem
Character, Sir Archelot? Oder, also welcher, es gibt da so zwei, geh mal auf Playerliste. Also guck mal, du bist ja im Menü, ja. Dann gehst du unten. Ja, ich auf, nee, Dubson. Playerliste. Dubson, D-U. Ah, da, ja, jetzt D-U-B-S-O-N. Dubson. Wäre so geil, wenn jetzt da der zweite du. Name auch irgendwie so Arschmann wäre. Ich hab dich invited. So. Oben okay. Jetzt, oben. Ja, hab ich, so ich hab sogar, es gelb? Klappt tatsächlich sogar. Ich hab's angenommen. Ist unglaublich. Saugeil, saugeil. Boah, hier, guck mal so. Hier. Level 185, Lokomotive, 363 Fame. Jetzt kriegst du doch mal deinen Fame ab hier, oder? Jetzt fühlt sich geil an, oder? Ich bin beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Geiler, aber boah, hier, was, wer bist du denn hier? Der Typ von Assassin's Creed, oder was? Ja. Hast du bei deiner Klasse, klick mal oben auf Alter, deine Klasse, hier. Bei Class. Ja. Und dann guck mal bei Perks and Skills. Alles fünf Level Umlauf. Kriegst du. Ja. Alle fünf Level kriegst du ja so einen neuen Perk. Ah ja. Ein Slot. Wie viel hast du da gerade? Du hast wahrscheinlich zwei, die frei sind, wo du was reinziehen kannst, ne? Ich check dich was. Ach so, hier. Ja, ich hab. Ja, genau, zwei. Eins. Da, ja, also was soll ich da reinmachen? Ich kenne mich verfeilt da nicht aus. Chat, was ist am besten? Ich hab gerade, finde ich immer ganz geil, dieses Second Wind. Das benutze ich gerne. Das sind unten die Skills. Unten, ja. Also guck mal, du hast unten, das sind die Skills, die musst du drücken. Und oben sind Perks, die sind passive. Passiv. Ah, okay, aber ich habe noch einen Slot für Skills. Was ist denn da gut? Perfect Block, Shield Slam, Breakthrough, Adrenaline Rush. Da hat man Speed. Warte, ich mach mal den hier einfach mal. Mach mal Sword Mastery. Hast du Sword Mastery drin? Nee. Okay. Mach mal Sword Mastery rein. Ich glaube, wenn man ein Schwert benutzt, hast du dann mehr Schaden okay. Oder so. Und ich mache hier noch so einen Shield Slam. Nee, was mache ich denn hier rein? Und vielleicht Swift oder so, wird hier gesagt. Also unten bei den Skills, ja, deine unteren viereckigen Felder, da hast du ja drin Second Wind und Sprint, ne? Ja. Die sind super gut als Skills. Behalt die. Die sind sehr, sehr gut. Ja, genau. Und den finde ich auch gut. Ich habe nur noch einen Slot frei, bei dem anderen steht 15, da muss ich wahrscheinlich noch leveln dafür oder so, oder? Wenn du Level. Ich mach einfach Triss hier. Ach so, nee. Ach ist egal, ist auch scheißegal. Nee, jetzt check ich das. Swift. Jetzt hab's gerafft. Ich dachte, da auf der rechten Seite sind diese anderen. Okay, ich habe Swift einfach reingemacht. Komm, fuck it. Taylor ist ja auch in Gelsenkirchen jetzt. Komm, und den Rest machen wir Mittwoch. Wir gehen jetzt einfach einmal rein, weil. Ja, wir gehen jetzt einfach rein. So, okay, warte. Play. Wir gehen auf Play. Ist aber leider die Frostmap, die ist nicht so geil. Lass mal 2 Minuten. Oder willst du die Frostmap spielen? Ist mir eigentlich egal. Ich kenne ja noch nicht so viel. Lass mal die Map danach nehmen. Wenn du im Screen bist, wo du mich siehst, wo ich an so einem Tisch sitze, ne? Ja. Drück mal unten auf Questlog, unten in der rechten Ecke. Questlog. Und dann hast du unten so einen Button, da steht hier. Accept All. Dumbledore hier, Alter. Okay, was macht das dann? Accept All? Dann nimmst du alle Quests an von den Merchants. Das ist einfach nur, ist egal, sondern du kannst dann, während du spielst, erfüllst du einfach nebenbei Quests. Da steht dann zum Beispiel, töte 5 Skelette, sammel ein Stück Brot, was weiß ich was. Okay, verstehe. Genau. Ich fühle, ich feiere ich. Und die Merchants, die bieten dir Sachen an, aber das Geile ist, wenn du für die Quests erledigst, dann bekommt dein Squire geileres Gear zum Auswählen, was du dann einfach for free anziehen kannst. Nur so als Info. Weißt du? Ah, also das heißt, da immer mal wieder reingucken ist schlau, oder was? Also wenn du eine Quest abschließt, bekommst du Rewards, du kriegst Gold oder kriegst halt irgendwelche Sachen oder Klamotten oder so. Aber dann Squire levelt auch und dann Squire wird besser und dann kriegst du geileres Gear. Dann kannst du zum Beispiel immer for free einen Helm anziehen, eine Rüstung, geilere Schuhe, geilere Waffe und so weiter. Was ist der Countdown, der bei den Merchants läuft? Bei mir 8 Stunden 50, so bis die neue Ware bekommen, oder was? Genau. Wenn du so einen Merchant anklickst, dann siehst du ja so sein Angebot, was er so hat. Genau. Und das ändert sich so alle paar Stunden. Wer ist der Geilste? Oder kann man das nicht sagen? Jeder hat so seine Vorteile wahrscheinlich, oder was? Die sind halt spezialisiert. Nachdem, der Armorer was hat bist halt du für, Armor. Was, ja genau, das check ich. Aber was bist du für ein Spieler? Spielst du eher Magic oder was machst du eher? Genau, ich bin ein Warlock, also so ein Hexenmeister und ich spiele mit so Blutmagie. Also ich verhexe so die Gegner und ziehe den Leben ab, wie so Lebensraub, weißt du? Und kriegst du das Leben dann auch? Was du denen wegziehst? Wenn man eine bestimmte Skillung hat, dann das Leben, was ich denen absauge, bekomme ich dann selbst dazu. Oh ja.
Aber muss man jetzt nicht. Als ich gestern gespielt habe, hatte einer so einen komischen roten Halo über andere Gegner gemacht. Was war das? Das war der Hexenmeister. Ah, das war der Typ, den du da getroffen hast. Das war genau der Dude. Und immer wenn er das so zaubert, das macht nicht viel Schaden, aber dann gibt es so einen Damage-Tick und dann kriegst du 10 Sekunden lang Schaden und diese. So, jedes Mal, wenn du Schaden bekommst, kriegt der Hexenmeister Leben dazu. Weißt du? Ja, ja. Kann ich dir gleich nochmal im Dungeon zeigen. Ja, aber das sind auch alles Sachen, die sind Learning by Doing, die kriege ich dann irgendwann. Ich weiß auch gar nicht. Wir haben jetzt Goblin Caves. Ja, okay. Und ich drücke einfach mal. Ich muss einfach nur ready klicken, oder was muss ich klicken? Wie ist dein Gearscore? Guck mal auf deine Gearscore. 6. Perfekt. So, dann drück einfach ready. Okay, hier steht Dungeon Map, Goblin Caves, normal. Yes. Genau. Ready. Geil, Mann. Okay, geil. Und dann machen wir das. Was machst du eigentlich nachher noch? Jetzt danach? Ich zocke dann Dark and Darker die ganze Nacht. Ach, echt jetzt? Ja, das mache ich jede Nacht. Ja, dann passt es ja perfekt, weil ich bin nur noch bei dem jetzt dabei, weil ich jetzt echt Feierabend machen muss, aber dann ist perfekt. Ja, ja. Okay. So, machen wir kurz in der Lobby. Okay, also unser Ziel ist es nicht jetzt, Spieler zu jagen oder sowas, sondern wir chillen und wir machen einfach so, worauf wir Bock haben. Ja, Loot ist, ich brauche ja ganz viel Loot noch, weil ich ja noch nicht so viel hab. Genau. Das machen wir. Aber unser Ziel ist es, dass wir beide lebend rauskommen. Gibt es irgendwie so eine Art Loot-Versicherung oder so, wenn man was Geiles findet, dass man es eben nicht verliert? Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, es gibt ja den Goblin Merchant. Das ist dieser komische Goblin. Wenn du im Dungeon stirbst und niemand nimmt dein Zeug mit, dann kannst du Teile davon wieder zurückkaufen bei dem Goblin Merchant. Der holt es dann da raus. Ansonsten gibt es aber nichts, was so in Art Versicherung geht. Klingt wie so ein Ring bei Dark Souls, dieser Dingsring, wo man ich weiß, was du meinst, ne? So, Donny, das Erste, was eigentlich immer geil ist, wenn man spawnt. Nein! Ach so, warte, wir sind. Ach so, scheiße, wir sind schon im Dungeon. Sorry, ich dachte, wir sind in dieser komischen Lobby. Okay. Sorry, ich dachte, wir sind in dieser Lobby drin. Okay, komm mal mit. Wir sind schon im Dungeon. Hier ist eine Falle. Warum tust du deine Waffe noch nicht rausziehen? Hier, Mike Tyson oder was? Ja, also guck mal, bei dem Spiel ist es so, wenn du deine Hände draußen hast, bist du am schnellsten. Wenn du deine Waffe draußen hast, läufst du langsamer. Ach guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja, und also wenn jetzt kein unmittelbarer Gegner in der Nähe. Oh, guck mal, loot mal hier. Guck mal hier, geil. Shine Bangles. Hast du Schmuck gefunden, kannst verkaufen beim. Hier, haut das auch kaputt? Haut das kaputt? Hä, die Mace ist gut, ne? Kann man Sachen kaputt machen. Hier ist nix. Du kannst mit allen deinen Waffen Sachen kaputt machen. Es kommt nur darauf an, wie lange du draufsteckst, wie lange es dauert. Weißt was du? Ist denn jetzt fucking nochmal, drücke ich 0 für Fäuste oder was? Weil 1, nee, einfach nochmal 1. X. Wenn du X, ist Waffe wegstecken. Okay. Kannst du umbeinden, dann ist auf die Maus. Das sieht richtig bescheuert aus, wie wir rumlaufen, Alter. Beide mit so hier um die Fäusten Achtung, hoch. Vorsicht. Hier um die Ecke ist der erste Gegner, also so ein Goblin. Ja, den mach ich doch der kurz fertig hier. Der hat Fernkampf, genau. Ja, der hat doch nichts drauf. Der hat doch nichts drauf, Mann. Mhm. Ja, da kommt noch ein anderer, aber egal, hab ich doch. Ja, dahinter ist rot, der ist Elite. Lass dir Zeit, mach chillig. Und blocken so. Warte mal, ich muss erstmal. Ja, hey, du musst mir, glaube ich, helfen. Hey. Renn mal nur weg. Hör auf! Okay, du kannst ja auch töten, es geht auch. Nein, ich mach den schnell. Okay. So. Also, Hey, war doch geil! Gib einen Schwertcheck. Okay. Guck mal hinter dich. Wer ist das denn? Das ist ein anderer Spieler. Hey, der soll mitkommen. Komm mal mit, Geiler, hier. Kann man mit denen reden? Gibt's Voice Talk? Ja, gibt's. Wie? Musst du binden. Ich glaube, es ist standardmäßig auf B oder so. Aber du musst aktivieren. Hallo? Hallo? Nee, geht nicht. Oh, der sieht aber irgendwie uncool aus. Tust du die Kisten nicht looten oder was? Doch, du kannst alles looten. Aber guck mal, bei dem Spiel. Aber die sind für dich nichts, oder was? Die Kisten hier? Ja. Ah, Donny, ganz kurz, ne? Ja, ja. Looten ist super geil und auch wichtig, aber das Wichtigste ist, dass du immer möglichst volle HP hast. Du bist jetzt ein bisschen im Arsch. Ja. Ich mach dir jetzt hier ein schönes Lagerfeuer, da setzen wir uns mal dran. Und dann heilen wir uns mal schön voll. Okay. Also, ja, gut, das war also, jetzt auch ne, ein bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen auch Quatsch gemacht gerade. I get it. Ist ja easy. Wir haben auch nichts zu verlieren. Ich glaube, ich bin jetzt dabei. Auch gerade für dies, weil es eh so mein Feierabend-Game ist, bin ich so ein bisschen im YOLO-Modus. Ja. Aber normalerweise. Donny, setz dich ruhig dazu. Wie geht das? Mit G, genau. Ja, okay. G. Jawohl. Guck mal, jetzt chillen wir hier. Wie schnell lädt das hoch? Jetzt kann ich mal gucken. Ey, okay, das ist gut zu wissen, weil ich hatte, das hätte ich gestern gebraucht. So, weil das ist ja quasi unendlich Heals, einfach wenn du Zeit findest zum Chillen, oder? Kannst du ja auch so oft machen, wie du willst, oder? Nee, also pass auf. Wenn du dich einfach mit G normal hinsetzt, ohne ein Lagerfeuer, dann heilst du nur diesen
dunkelroten Teil. Ja, 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 das habe ich gecheckt. Genau, das habe ich noch nicht gecheckt, aber ich meine, aber mit dem Feuer, ich habe jetzt mein Base Gear, das heißt, ich kann jetzt theoretisch immer, wenn ich finde, irgendwo und keiner mich stresst, kann ich einfach wieder ganz auffüllen oder was mit so einem. Ja, aber das Lagerfeuer verbraucht sich. Ah, okay. So, ich gebe jetzt mal nochmal einen Trank. Sehr gut. Hier, das sind drei Tränke, nimm die mal und dann trink den mal. Okay, du bist voll der Medic, ja. Ja, weil der rote Trank, der heilt alles. Also auch nicht dunkelrote HP. Okay. Jetzt tickt über Zeit hoch. Kannst ja, das habe ich gestern auch erst spät gecheckt. Stimmt, aber dass man so ein bisschen, also man quasi preemptiv schon mal heilt, ne, sozusagen. Und das ist nicht so wie so eine Flask. Ja, ja. Nee, nee, genau. Bandage, weißt du, Bandage nimmst du raus und die legst du an und dann während, wenn du zu Ende fertig bist mit dem Anlegen, dann hast du wieder volle HP. Kann ich da auch mal umbinden? Also kann ich zum Beispiel, ich habe dir jetzt mal die Bandage, ne, und ich habe zum Beispiel bei mir gerade auf der 4, habe ich Bandage, Lagerfeuer und blaue Flask. Ich finde es immer ein bisschen doof, da durchzuklicken. Kann ich zum Beispiel einfach auch die, sag mal, Bandage auf die 9 binden oder so, dass er die direkt bindet, oder geht das nicht? Das geht leider nicht. Du kannst immer nur durchrotieren durch die 3, durch die 3 und die 4. Okay, das ist ein bisschen Teil der Schwierigkeit sozusagen. Okay, got it. Genau, so. Dann noch eine Sache, die echt mega wichtig ist für dich. Du hast ja so eine Fähigkeit auf deiner E-Taste. Bitte nicht drücken, nicht drücken. Ja. Das ist eine sehr starke Heilung. Das habe ich schon gecheckt, habe ich schon gestern schon ein paar Mal benutzt. Genau. Ja. Benutzt die wirklich nur, also heb die dir auf, dass es, wenn wirklich, wenn es brenzlig wird, benutzen und nicht einfach so mittendrin. Okay. Alles andere, wenn du Zeit hast zum Heilen, heil mit Bandagen und mit Tränken. Okay, got it. Macht Sinn. Okay, geil, geil. So, wir klauen uns jetzt hier um. Da unten ist noch ein Gegner. Willst du nochmal ran? Ich würde nochmal ran, wenn es nur einer ist. Ja. Oder, nee, links ist noch so ein anderer, so ein Schamane, der kommt jetzt. Ja, okay. Schamane ist Fernkämpfer. Der macht immer so eine Attacke, kann man aber einfach mal nach links und rechts laufen, dann trifft die einen. Ich kann sich kaputt hauen. Immer links, rechts, jawohl. Von hinten kommt noch einer an dich ran. Lauf erstmal kurz weg. Ich helfe ein bisschen mit. So, ich hau den hier mal tot. Und dann kannst du den hauen, ich mach den hier. So wie wir die zusammenschlagen hier. Ey, das ist ja geil, wenn man zu zweit arbeitet und sich so abspricht. Ja, aber ich frag nur übrigens wegen dem Loot. Du lootest hier nichts, weil es für dich nichts mehr bringt, oder was? So levelmäßig, oder was? Hier sind nur, was einfach. Doch, also für mich würde es auch Gold bringen und sowas. Aber ich will jetzt den Fokus mehr darauf machen, dir Sachen zu erklären. Okay, da also, war ich gerade aber gierig. Hab ich einfach, man muss aufpassen, ey, es geht schnell. Ja. Guck mal, hinter der Tür, guck mal an die Tür, Donny. Siehst du da was? Moment. Ja. Erstmal kurz hier die Scheiße looten. Wo man, welche Tür? Ja. Ich seh dich nicht. Da, die Tür dahinter, da war so ein grüner Furz. Das heißt, hier wird gekämpft. Ach so, das habe ich mich gestern auch schon gefragt, dieses grüne Zeug. Ja. Ja, okay, Donny, wir sollten jetzt wegrennen. X, komm her, komm zu mir. Okay, X habe ich gedrückt. Renn. Warum, renn, was passiert hier? Wie rennt man? Das sind Gegner. Einfach laufen. Also Hände nur raus und laufen. Ja, okay. Ich dachte schon, ich muss irgendwie Shift drücken. Ich muss was. Genau, hier durch. Okay. Ich mach die Tür zu. Da war ein Gegner. So vorsichtig bist du? Nicht in die Falle treten. Ja, habe ich gesehen. Also, naja, ich wollte nur das. Nee, ich finde das gut, Ich frage ja auch deswegen. So, könnte ja sein, dass es auch wirklich. Also, ja, get it. Warte, ich mach mal die. Ich will das. Also, guck mal, das ist schon ein Hardcore-Game, ne? Wenn du einen Gegner triffst, du kannst nicht davon ausgehen, dass er friendly ist, sondern die meisten versuchen dich zu töten und dir deinen Loot zu klauen. Ja, ja. Ach, du meinst ein menschlicher Gegner? War da? Ja. Das habe ich gar nicht gecheckt, okay. Und dieser grüne Furz, den man durch die Tür gesehen hat, das war für mich so das Signal, da greift gerade eine Mumie einen Menschen an. Okay. Und deswegen. So, und da hinten ist wieder dieser Ranger. Du bist halt ein ängstlicher Spieler. Ich bin eher so ein bisschen hier YOLO, weißt du? Ja, wir können auch YOLO, wenn du willst. Wenn wir Gegner sehen, können wir die mal fighten, wenn du willst. Ja, klar. Okay. Bin doch nicht zum Chillen hier. Nein, Spaß, aber ja, ich check das ja schon. Wenn wir das nächste Mal machen, am Mittwoch, dann mache ich auch ein bisschen, mache ich auch langsamer so. Safe. Ja. So. Aber erzähl ruhig weiter, alles, was du sagst. Ich höre das alles, eigentlich alles interessant, was du sagst. Warum ist meine Maze weg? Ich weiß, dass es viel Input ist. Nö, es geht bis jetzt eigentlich. Ich bin selber erstaunt, dass ich das eigentlich ganz gut verstehe. So, Vor allem die Heil-Basics, die waren wichtig. Das habe ich alles zum Beispiel noch gar nicht gerafft mit dem Heilen. Sodass ja, man das auf jeden Fall. Ich würde jetzt nochmal Bandage machen. Es gibt eine Klasse, die heißt Ranger. Und die schießt mit Pfeil und Bogen. Ja. Der könnte. Und der greift sich auch gerade an. Ich mach mal die Tür zu. Der sitzt jetzt da draußen. Das ist ein Gegner. Und der hat eine Falle gesetzt an die Tür. Das heißt, er will, dass wir in den Raum reinlaufen. Und da ist eine Bärenfalle. Und wenn wir da reintreten, dann bist du gefangen. Du kannst dich nicht richtig bewegen. Und
Der wird dich dann töten. Und wenn, warte, wenn du Gegner sagst, sagst du das bewusst, das sind dann, meinst du damit immer Menschen? Menschen. Okay, das immer ist Menschen. Ich werde von einem, Goblins und sowas sind einfach nur. Okay, die sind für dich nicht so. Okay. Weil ich hab's ja bis jetzt nur alleine gespielt, deswegen. Okay, sollen wir da trotzdem jetzt rein oder nicht? Lieber nicht. Ich mach jetzt die Tür auf. Okay. Zauber den weg, Lokomotive, Alter. Zauber den weg, du geile Lokomotive. So, Achtung, der will jetzt auf uns schießen. Also. Ist es der Hehler? Er ist der Hehler, achso, okay. Okay, der ist jetzt. Das ist jetzt ein Spieler, aber der ist jetzt aus dem Chat. Das ist ein Zuschauer, weißt du? Aber der wird aber abgeschossen. Jetzt, ich bin in die Falle gelaufen. Ja. Du musst jetzt nach unten gucken und die Falle disarmen. Du hast mich geschlagen. Ich kann es nicht treffen. Aber ist okay. Ich habe keinen. Achso, ist jetzt weg. Okay, genau, das ist jemand aus dem Chat. Auf. Der ist freundlich sozusagen. Sorry, ich habe das gerade verrafft. Ja, alles easy. Ich muss mich heilen irgendwie, aber ich habe nichts. Ich gebe dir jetzt wieder was. Wie viel hast du denn? Ich hab wieder was. Ich habe schon ein bisschen was mitgenommen. Ah, da hinten kämpft der Hehler. Wollen wir es mal so machen? Ich gebe dir ein bisschen Healing wieder. Ja. Und ich kämpfe mal da hinten mit dem Hehler gegen diese anderen beiden. Geil, finde ich gut. Du kannst so ein bisschen zusehen, wenn du magst. Ja, finde ich gut. Aber ich muss kurz erstmal das aktivieren. Ja, komm in den Raum ran. Hehler, weißt du? Wo sind Ben? Hehler ist, ich nenne den nur so. Das hat einfach ein anderer. Was ist das denn für ein Gerät? Ich finde, die beendet es irgendwie nicht mehr. Was ist das? Ich habe hier so eine Kiste und da sind so Sachen drin. Chill aber da hinten. Ja. Alles gut. Krieg dich. Nee. Nein, Spaß. Aber, nee. Oh, hier in der Kiste war ein Bandage. Nice. Wie nehme ich denn das jetzt? Oh nein, ich habe aus Versehen den Zauber genommen mit E. Ich komme mit, weil ich bin jetzt gut. Ich habe Heil. Zu spät, ne? Also Donny, jetzt einfach reinrennen ist sicheres Todesurteil. Leroy Jenkins? Ich gehe mal ein bisschen scouten. Okay, ich mache einfach einen Goblin hinten, während ihr die Ich bin wieder in eine Falle getreten. Geil. Der läuft sich ja ganz gut. Der haut ab. Der pusht jetzt. Oh, ich hab Probleme hier. Okay, es ist gerade ein bisschen PvP, ist chaotisch, passiert, aber that's the way it is. Ich bin tot. Scheiße. Ich hätte da hinten chillen sollen, hast du gesagt. Ja, fuck. Ah, my bad. Kann ich jetzt zugucken? Ah, geil. Okay. Guck mal zu. Alter, hier geht's ja voll ab. Bro, Alter. Aber wie sieht das alles viel behäbiger aus? Na, ich werde hier sterben. 2 gegen 1 und ist auch ein. Ja. Ich bin tot. Boah, weißt du das? Mach doch mal was Geiles jetzt. Nee, das ist ein Warlock getötet. Halt dich doch mal. 2 Stück. Ich bin jetzt tot. Ja, aber das ist im Prinzip. Aber, die haben ja PvP ist. Ja. Also ich, nur damit ich einmal gesagt habe, das Spiel ist ultra hardcore im PvP. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo man so viel auf die Fresse kriegt wie in dem hier. Nur damit du eine Einschätzung davon hast, wie das ist. Ich kann aber auch, wenn ich will, erstmal so, wenn ich hier streame das nächste Mal, einfach auch gemütlich in meinem schönen PvE-Modus noch bleiben, oder? Ich fand das eigentlich ganz. Ja, werde ich eh mal irgendwann, wenn ich das Spiel habe. Ja. Kannst Spieler ignorieren komplett, wenn du willst. Und wenn dann mal einer kommt und kämpfen will, kannst du einfach mal gucken, dass du gegen den fightest. Ja. Und geil. Ey, auf jeden Fall danke für deine Erklärung. Fand ich schon echt nice. Und wir halten mal grob fest und schreiben dann privat nochmal, ne, wann wir das machen. Sehr gerne. Irgendwie nächste Woche. Ja. Du hast ja auch mal Meetings. Sehr gerne. Und ich würde sagen, ich rate dann gleich meine Leute rüber, wenn du weiter Darker spielst und dann. Das ist sehr lieb von dir. Dann Donny, dir noch einen schönen Abend und dir danke, auch. Dann hören wir uns. Dankeschön, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. So. Ich weiß immer nie. Ah ja, jetzt bin ich's. Ja, Leute, das war's. Wie geht man da mal aus dem Channel raus? Ich hab mich schon gemutet. Wie verlässt man einen Channel bei Discord? Wie mache ich das? Also einfach, ich will den Channel verlassen. Ich bin immer noch in dem Live-Channel, aber ich bin mute. Rechtsklick, unten links auflegen. Ah, Verbindung trennen. Yes! Okay, Leute,
etwas abruptes Ende, aber ich bin jetzt wirklich müde. Langer Tag. War schön mit euch, war doch cool. Wir haben es nicht geschafft mit den 1000 Metern. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schaffbar ist. Das ist echt sehr schwer. Ich finde es irgendwie bei Chain to Guy, mir macht das Bock, aber es ist sehr frustrierend, immer wieder da hoch zu müssen, bis zu diesem Part, wo man so ein bisschen Safety hat. Ich habe das Gefühl, bei Only Up war das irgendwie, obwohl es war genauso. Naja, ich glaube schon, dass wir das aber nochmal angehen. Vielleicht machen wir es aber nächstes Mal so, dass wir erst Dark and Darker spielen und dann am Ende eine Runde Chain Together oder so spielen. Ja, wie gesagt, ich würde euch jetzt raiden. Es ist ja, bietet sich an, wer da Bock hat auf Dark and Darker und dann, ne, macht ja Sinn. Wie gesagt, ich werde mich morgen, weiß ich nicht, ob ich streame. Ich werde dann einmal morgen Meldung machen. Und, ja, war cool. Ich danke euch. Was habe ich noch gemacht? Vorhin Elden Ring hatte ich auch noch gespielt, stimmt. Danke an alle Mods. Steffi und Pia waren heute da, glaube ich, ne? Und danke euch. Und ich weiß immer nie, was ich zum Ende vom Stream sagen soll. Deswegen sage ich jetzt einfach Tschüss. Und wünsche euch eine gute Nacht oder halt noch viel Spaß, wenn ihr hier zuguckt. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Bis denn. Macht's gut. Ciao.